Ja, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Gun Home. Ich begrüße euch herzlich. Ich befinde mich nicht im Live-Let's Play, nein, weil ich gerne noch ein paar weitere Folgen aufgenommen haben möchte. Deswegen habe ich mich jetzt einfach mal so sonntags mal hingeschlichen und mich jetzt hingesetzt, um es weiterzuspielen. So, dann gucken wir mal. Girl Scout, Pfadfinderin selbst. Ich weiß nicht, ob wir das schon gefunden haben. Ich weiß nur, dass ich gerade... Ich musste übrigens nochmal hier hinspielen. Ich muss es nur nochmal kurz anmerken, weil ich Idiot vergessen habe zu speichern. Ich bin einfach so aus dem Spiel rausgegangen mit der PlayStation-Taste und habe dann Spiel beenden gedrückt, was nicht so toll war. Denn das Spiel meinte dann, mich wieder nach oben setzen zu müssen. Und ich natürlich auch vergessen habe den Code. Deswegen muss ich mir mein eigenes Video nochmal anschauen. Naja, wie dem auch sei. Ja. Habe ich hier Glocken entdeckt? Ich habe keine Ahnung, wofür die sind. Eine fehlt, und zwar die von der Library. Vielleicht müssen wir die finden. Ich bin mir nicht sicher. Dann gehen wir mal in die Dunkelheit. Hallo? Ach du heilige Schoße, was steht denn hier dran? Was ist das denn? Terry, 12 Jahre alt. Thanksgiving, 1963. Ah, okay. Was? War 12 Jahre schon so groß? Alter, was? Uha. So, aha, okay. Guck mal an. Ah, okay. Wo haben wir denn? Da haben wir die Library. Okay. Ja, ist doch gut. Da müssen wir... Okay, wir sind jetzt hier im Basement, also im Keller. Und die Library ist da. Das heißt, wir können mal gucken, ob wir vielleicht da die Glocke finden. Hier haben wir einen Safe. Ich glaube nicht, dass wir... Ja, war klar. Wir müssen eine Kombination finden. Ich bin mir da gar nicht so sicher, wo wir die finden werden. Und ich bin jetzt allein auf mich gestellt. Ich habe keinen Stream an. Nein. Oh. Hallo? Funktioniert nicht. Ist ja schon mal super. Ich sehe hier auch viel. Ich warte darauf, wo eine Fratze hier mich erschreckt. Spielzeug nehmen? Was ist das denn? Aha, okay. Sonst ist hier nichts drin. Das ist irgendwie so ein... Hier liegt Holz rum. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Es ist gerade sehr dunkel. Naja. Schauen wir mal. Auf jeden Fall müssen wir wieder eine Kombination finden. Ich bin mir da gar nicht so sicher, welche es sein könnte. Da wir ja sehr, sehr viel wieder zu lesen hatten... Beim letzten Mal war es gewesen, hatte jemand im Stream geschrieben gehabt, dass man das aus zwei Briefen zusammenfügt. Die letzte Zahlenkombination für Sams Schrank. Ich lasse mich da echt überraschen. Achso, das war genau, das war das gewesen, ja. Ich bin... Ein bisschen Hilfe bei dem Spiel hätte auch gut getan. Also so ein paar Hinweise oder so, dass man da ein bisschen mehr weiß. Wo geht's denn hier hin? Alter, was... Alter, uah. Ich hab gedacht, hier steht jemand jetzt hier oben. Irgendwas ist hier am Hängen. Ich kann das gar nicht erkennen. Was ist denn das? Ach, ein dämliches Rohr. Boah, ich hab gedacht, da oben steht jemand auf der Treppe. Boah, ich bin schon so fertig, ne? Was ist... Boah, was ist denn das für ein Keller, den die haben? Und wo geht's hier hin? Okay, hier scheint's wieder nach oben zu gehen. Ich bleibe jetzt erstmal hier. Braid Mobile oder Mobile, The Review... 326 Kostüme, Skelette und Teufel. Cheerleader aus dem Smells Like Teen Spirit Video. Ein Mädchen verkleidet als Jackie Kennedy. Okay. Was haben wir hier? Das Mädchen vom Psychohaus. Das Coolste daran, das Mädchen vom Psychohaus zu sein. Coole Sache Nummer 1. In der Schule meinen sie alle, du merkst nicht, wie sie dir hinterher schauen und das Tuscheln anfangen, wenn du vorbeiläufst. Die meinen echt, ich bekomme nichts von dem mit, was um mich herum abläuft. Ja. Das ist ein Mom- und Dad-Anlügesituation. Aber das war's so wert. Die Mädchen auf der Bühne waren so laut und echt und toll und bewegten sich gemeinsam wie auf einer riesigen Welle aus Musik. Ich frage mich, wo wir den Code herkriegen. Hier ist schon wieder ein Kassettenrekorder. An Samantha Greenbrier, Absender, Direktor Sheldon Grossman. Sehr geehrte Miss Greenbrier, ich weiß die Zeit und Mühe zu schätzen, die Sie in Ihren Brief an mich gesteckt haben. Erzeugte von Initialität.
was? Initiative und war hoch und war gut geschrieben. Aber er ändert in der Angelegenheit nicht meine Meinung. Ich verstehe zwar, dass Miss De Soto eine Freundin von Ihnen ist, das ändert aber nichts an der Tatsache, dass sie Schuleigentum mit Optionitäten verunstaltet hat. Dass sie angeblich ihren Spind verunstaltet hat, als Vergeltung dafür, dass ein anderer Schüler dasselbe mit ihrem Spind gemacht hat, ist dabei irrelevant. Und um auf ihre Beschwerde einzugehen, dass bisher noch kein anderer Schüler in der Sache bestraft worden ist, Tatsache ist, dass sich bisher noch niemand schuldig bekannt hat und es keine überzeugenden Beweise dafür gibt, wer ihren Spind verunstaltet haben könnte. Mit anderen Worten, es gibt niemanden, um ihn zu bestrafen. Ich werde vorschlagen, Sie lassen die Angelegenheit ruhen, denn ansonsten wird sich wohl noch mehr ungewollte Aufmerksamkeit auf Sie richten. Und wenn ich mich richtig erinnere, haben Sie schließlich behauptet, das sei überhaupt erst der Auslöser für diesen Vorfall gewesen. Mit besten Grüßen, Direktor Sheldon Grossman. I don't get Lonnie sometimes. Like her band and our zine and her hair and everything are all anti-authority. But I watch her in JROTC and she's doing drills in perfect formation, following orders, no question. And there's all this stuff in the news about don't ask, don't tell. Like, she's going to join the army and then have to lie about who she is? She said they don't need to know what they don't need to know. Like it was no big deal. This from the girl who trashed her locker to, like, defend my honor. I've learned when to stop arguing, though. I don't think Lonnie even gets Lonnie sometimes. Ich glaube, manchmal versteht sich Loni selber nicht, ja. So, Woman Outlaws, das wird dich lehren, wer das Sagen hat in dieser Kaschemme. Sie ist das reinste Wildpferd. Ich lasse mir doch von keiner Frau... Okay. So, Captain A, Revol L. Yuton Gr. Okay. Reicht es dir? Der große Goodfellow-Aufstand 95. Genug gehört. Tritt gegen die... Was? Piraterie? Whisper. Heavens to Beastie Batmobile. Girls to the Front. Okay, was haben wir hier? Grill just now. Kicking against the... Patrici, The Great Goodfellow Ride of 95, Ausgabe 1. Aha. Okay. Bikini Kill. Lecker. Girls Justice Now. Okay. Bin so ein bisschen... Ja, ist doch gut. Wo wir die Zahlen kombinieren. Was? Was ist das denn? Wo sind wir denn jetzt? Hä? Okay. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Ich bleibe jetzt nochmal eben hier, weil hinten ging es auch noch weiter. Ich bin ein wenig verwirrt gerade, muss ich ganz ehrlich gestehen. Das Spiel macht mir ein wenig Angst, aber auch neugierig bin ich. Was ist denn hier? Ach, wie krass. Ach, jetzt sind wir hier. Aha. Aber wo sind wir denn dann unten? Das ist doch... Das muss doch das Erdgeschoss sein, oder? Oder liege ich da gerade vollkommen... Ja, ist doch gut. Oder liege ich da gerade vollkommen falsch? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Weil die Ecke kenne ich gar nicht hier. Aha. Wunderbar, da liegt ein Zettel. Salon Josephine, Namen des Kunden Gian Greenbrier.
Stilist Shari, Datum 22.02. Shampoo, Schneiden, Färben, Dauerwelle, Maniküre, Gesamt 119,50 Dollar, Alter. Uha. So, was haben wir denn hier? Angebot einer Beförderung. Sehr geehrter Oberforstbeamter Greenbrier, aufgrund der beispielhaften Leistung des kontrollierten Waldbrandes in Flintlock letztes Jahr und des Bedarfs an erfahrenem Personal im Amt, möchten wir Ihnen gerne eine Stelle als Bezirksleiterin anbieten. Sie wären dann verantwortlich für den gesamten Nordwesten Oregons. Ihr Arbeitsplatz wäre nicht mehr am Flintlock Nationalforest, sondern im Bezirksamt in der 128. Bullhorn Road. Für die Besetzung ihrer ehemaligen Stelle mit einem anderen Ranger wäre ihre Meinung natürlich maßgeblich. Bitte übersenden Sie uns Ihre Entscheidung schnellstmöglich. Wir freuen uns auf Ihre Antwort. Mit freundlichen Grüßen, Bruce Pendleton, am 8.2.1995. Also wurde sie befördert. Ist ja interessant. Was haben wir hier unten? Magazin, aha, Ford. Fraud, Musik und Kultur, Dezember 94. Trinskirsch. Teenager des Jahres. Interessant. Hier haben wir noch einen Brief. Hey Leonie. Tut mir leid, dass meine Mutter gestern Abend so mies zu dir war. Sie ist kaum noch zu Hause, seit ihr Wald nur noch eine Stunde entfernt ist. Und wenn sie mal hier ist, dann lässt sie's an dir aus, weil du kein Familienmitglied bist und ihr deswegen keine Szene machen wirst. Tut mir echt leid. Haha, ist schon in Ordnung. Ich weiß, sie ist nur neidisch auf unseren coolen und lockeren Lebensstil. Es tut mir eher leid für dich. Ich habe Glück. Meine Mutter lebt in Florida. Du dagegen siehst deine Mutter jeden Tag. Fände ich ein bisschen hart, meiner Meinung nach, weil ich finde, Mütter sind das Wichtigste auf der Erde und man sollte seine Mutter vielleicht nicht jeden Tag sehen, aber auch vielleicht mal einen Telefonanruf tätigen und ja. Naja, wie dem auch sei. Entschuldige, ich wollte das Thema Mutter nicht so aufbringen. Ich weiß, ich sollte mich nicht beschweren. Nein, ich meine es total ernst. Meine Mutter ist eine fantastische Christin und ihr neuer Ehemann Don ist ein kompletter Idiot. Mit ihm in Florida zu leben zu müssen, ist meiner Meinung nach ihre ewige Bestrafung. Also würdest du nicht lieber mit deiner Mutter in Florida leben? Nein. Ein cooles Bild übrigens auch im Hintergrund. Okay, also war Leonie auch hier gewesen. Und die Mutter kam dann wohl mit mich klar. Was haben wir denn hier Schönes? Was ist das denn? 102 Fink FM präsentiert Earth, Wind and Fire in Civic Auditorium. Donnerstag, 23. Februar 1995, 20 Uhr. Ah, okay. Das ist eine Eintrittskarte. No Kameras. Ich habe so ein bisschen Angst, weiterzugeben, muss ich ganz ehrlich gestehen. Was war denn auf der... War da irgendwas auf der Tür? Nee, das war nur ein Muster. Hallo? Das kann ich nicht lesen. Hier ist noch ein kleiner Zettel. Sam, dieser Schädel ist das coolste Teil, das ich in Mexiko gefunden habe. Und es hat nur 3 Mäuse gekostet. Amerikanische. Ich liebe ihn. Frohe Weihnachten. Vermisse dich. PS. Halte ihn in Ehren. Auch von Leonie. Okay, aber hier ist kein Schädel. Der Schädel ist irgendwie verschwunden. Es ist ganz schön dunkel hier. Oh Mann. Was haben wir denn hier Schönes? Broschüre ansehen. Handbuch für Forstwissenschaft und Bildung. Forstamt Takelmar Country. Okay. Hier haben wir noch Kisten. Wir müssen übrigens noch die Glocke finden. Fällt mir gerade auf, weil da gerade Kitchen auf der Dings stand. Achso, das hat man schon gelesen gehabt. Da ist nochmal... Ah, ein Ordner mit... Was war das? Mit Z... Ich meine, hey, ein Glas. So, bestanden. Samantha Greenbrier zum Direktorbüro. Datum 22.04.1995, Stunden 2, Klassen 11. Verwiesen durch Machos Grundverteilung unangemessener Materialien in der Schule.
Sam, da du uns heute Nachmittags nicht zuhören wolltest, haben deine Mutter und ich beschlossen, dir diese Nachricht zu schreiben, damit alles absolut klar ist. Du hast für den Rest des Monats Hausarrest. Außerdem sind deine Telefonprivilegien gestrichen und du darfst dein Auto nur noch nutzen, um damit zur Schule zu fahren. Wir verstehen, was du durchmachst, aber wir können nicht erlauben, dass du dich in der Schule weiterhin so benimmst. Und wenn der Arrest vorbei ist, können wir dir natürlich auch nicht erlauben, deine Zimmertür zu schließen, wenn Leonie da ist. Das ist das letzte Wort in der Sache. Reiß dich zusammen, damit das nicht nochmal geschehen muss, Dad. I had an interesting talk with Mom and Dad tonight. One you were never gonna need to have. I mean, you've known, right? I've known since, like, She-Ra. Mom and Dad didn't, I guess. But they saw the zine and the stuff on the locker, and they were like, is there something we should know about you and Lonnie? And so here's the thing. I was prepared for them to be mad, or disappointed, or start crying, or something. But they were just in denial. You're too young to know what you want. You and Lonnie are just good friends. You just haven't met the right boy. It's a phase. That's what I didn't see coming. That they wouldn't even respect me enough to believe me. Well, joke's on them, because they're in for one very long phase. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich musste gerade nochmal irgendwie kurz die Stimme hier leise stellen bei mir auf dem Aufnahmerechner. Das war gerade ein bisschen sehr merkwürdig. Entschuldigt bitte, ich hoffe, da ist in der Aufnahme nichts drin. Als erstes, herzlichen Glückwunsch. Jenny's Greenbrier, Bezirksleiterin, ich gratuliere schon mal, weil ich weiß, dass du den Job annehmen wirst. Oder etwa nicht? Worauf wartest du noch? Eine extra Einladung? Ruf sie zurück. Aber in der Zwischenzeit lass uns über den Ausflug mit deinem Flanellkleid. Was? Flanell? Gekleideten Adonis reden. Wie toll. Aber du klingst, als würdest du da etwas zu viel reininterpretieren. Sicher? Dass du da was, dass da was ist? Du hast gesagt, er hätte auswärts eine Freundin. Sicher, dass es nichts Ernstes ist? Na schön. Wir müssen mal rausfinden, wann wir uns mal wieder treffen können. Schluss mit den Briefen. Ich muss dir doch eine Margarita ausgeben, um die neue Stelle zu feiern. Hoffentlich bald. Carol. Okay. Ich blicke jetzt gerade noch ein bisschen nicht so durch mit Carol und Leonie und hast du nicht gesehen? Jetzt auch noch ein Schrank. Haben wir noch gar nicht reingeguckt. Ah, okay. Hier sind nur Teller und Lappen drin. Hatten wir sowas? Was ist denn hier? Haben wir das schon gesehen? Hi, Mom and Dad. Der Vatikan ist bizarr, wie man sieht. Hat die katholische Kirche immer noch einen Haufen Geld aus dem Mittelalter übrig. Ich habe mir die ganze Kunst angesehen, auch die Decke der Sixtinischen Kapelle und die Skulpturen von Michelangelo Donatello und dem Rest der Hero Turtles. Mom, wir müssen hier nochmal zusammen hin. Ich würde mich über jemanden freuen, der die ganze Geschichte hinter allem hier zu schätzen weiß. Und Sam, die haben hier verschiedene Relikte, damit meine ich Körperteile, wichtiger, tote Leute. Also solltest du auch herkommen. Nächster Halt, Barcelona. Keine Sorge, Dad, ich lasse mich schon nicht von einem Bullen aufspießen. Alles Liebe, Katie. Tolle Briefe übrigens immer. Okay, kann ich nichts lesen, da ist eine Tasse. Hier war, glaube ich, noch irgendwie... Was ist das denn hier? Was ist das denn? Sieht aus irgendwie wie so ein Wintergarten. Sollen wir gleich mal gucken. Ein ganz normaler Krieger. Terence L. Greenbrier. Gib das nicht auf, Liebling. Ein neues Manuskript. Wahrscheinlich nicht vollständig gewesen. Oh Gott. Gibt es hier auch Licht? Hallo, ich bräuchte mal einen Lichtschalter. Ich sehe überhaupt nichts. Ah, hier.
Gottes Willen, wie riesig ist denn bitte das Anwesen? Mal ganz ehrlich. Hier ist schon wieder ein Kassettenrekorder. Hier liegt auch schon wieder eine Kassette drin. Beinmobile Some Special. Ich werde, glaube ich, aber diese Kassetten nicht mehr anhören, weil die sind mal relativ laut und ich weiß nicht, wie das mit der GEMA ist und so, deswegen. Sams Plan. Arbeit mit Crownburger an der Battle Road. Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag 15 bis 19 Uhr, Samstag 12 bis 18 Uhr. Mr. and Mrs. Jonathan Blair. Bitte um die Ehre ihrer Anwesenheit bei der Hochzeit ihrer Tochter Helen Margaret mit Mr. Richard Morris Petermarch. Sonntag, der 4. Juni 1995. Um 16:30 Uhr nachmittags. Sunset Lutheran Church, Seaside, Oregon. Oh, eine Hochzeitseinladung, wie schön. Oh, wollte ich nicht, mach aus. Ah, was haben wir hier? Die gute Cola. Die gute Cola, wer hat sie nicht? Was haben wir hier? Abgelaufene Milch von 95. Ah, Ice Cream. Was haben wir denn hier für eine Ice Cream Sorte? Ah, Sayers. Finest. Cookie Karamell. Boah, könnte ich jetzt auch gut essen. Fish Sticks haben wir hier. Guck mal an. Aumanns. Alles von Aumanns hier. Ist wahrscheinlich so eine weltbekannte Firma. Hier auch wieder Aumanns. Frozen Spinach vor allen Dingen. Spinat. Okay, machen wir den Kühlschrank mal zu, damit er ja noch weiterläuft. Geschirrspüler öffnen. Ein roter Becher. Mysteriös, wie er da einfach drin liegt. Erfahren Sie alles über diesen roten Becher. Bei Galileo Mystery. Ayman Abdallah ermittelt schon. So, da ist eine Mikrowelle. Können wir die einschalten? Da ist 12 Uhr drauf. Scheint hier mal einen Stromausfall gegeben zu haben, weil sonst würde da jetzt, glaube ich, nicht 12 Uhr draufstehen. Oder meine ich das nur? Aber was man hier alles öffnen kann. Es sieht so aus, als wurde die Küche erst vor kurzem noch eingerichtet, weil hier noch so ein paar Schränke runterstehen und... Naja. Da liegt noch ein Brief. Samantha und Daniel waren im Wald eines Tages. Die Sonne schien und sie waren auf einem Abenteuer. Aber sie gingen in den bösen Teil von dem Wald und es wurde dunkel. Daniel fragte, hast du Angst? Also Samantha sagte, nein, du? Sie lachten und gingen weiter in den bösen Teil. Dann gingen sie in einen Teil, der wo noch nie dort war. Und da war ein Schiff. Ein Piratenschiff. Auf dem Meer. Samantha sagte, ich bin der Captain und du bist der erste Offizier. Daniel sagte, aye, aye, Captain. Und sie gingen zum Piratenschiff und segelten weg. Entschuldigung. Ende der Geschichte. Daniel finally came over to get his game. I'd been dreading it. But he brought this story with him that I wrote when we were little. I started reading it. And then there I was, crying at the kitchen table. He asked what was wrong, and I was thinking about how we used to be friends, how much I'd taken for granted. But instead, I told him about school, and Dad, and Lonnie. And then how sorry I was that I wasn't his friend anymore. He gave me a hug and said it was going to be okay. For some reason, I almost believed him. Eieieiei, waren keine Freunde mehr. Oh Mann. Puh, herzliche Glückwünsche zur neuen Stelle. Sehr geehrte Frau Forstbezirksleiterin Greenbrier. Ich habe Ihre schriftliche Zusage erhalten und möchte Ihnen zu Ihrer neuen Stellung als Bezirksleiterin des Landforschungsamtes gratulieren. Wir wünschen Ihnen viel Glück während der letzten Wochen im Flintstock Nationalforest und freuen uns darauf, Sie am 1. Mai um 8 Uhr an Ihrem neuen Schreibtisch im Amtsgebäude zu sehen. Mit freundlichen Grüßen, Bruce Pendleton, 9.04.1995.
Bruce Pendleton, von den Pendleton erinnert mich unheimlich an, Dishonored. Da war auch was mit Pendleton. Ich kann mich entsinnen. Ah, guck mal hier. Der Mörder war immer der Gärtner. Jetzt auch wieder ein